Oh, ja, hallo meine Lieben. Herzlich willkommen heute zu einem etwas kürzeren Stream, aber wieder zurück zu Persona 4 Golden. Ja, in der letzten Folge oder im letzten Stream haben wir mit diesem wunderbaren Spiel angefangen. Wir sind Flipsy Schnipsy, sind Austauschschüler, Audio passt, das freut mich sehr schön. Erstmal High Priest sind Austauschschüler, der jetzt mehr oder weniger ja, für ein Jahr auf eine Schule in so einer Kleinstadt geht und dort ist ein mysteriöser Mord passiert. Ja, dann wurde gesprochen von wegen, in der Nacht gibt es diesen Mitternachts-Livestream, nicht Livestream, nein, Moment, Mitternachts-Channel, wo Verlorene oder wo, sag ich mal, der Seelenverwandte auftaucht und wir haben herausgefunden, nein, in Wirklichkeit sind das die Leute, die potenziell getötet werden von irgendeiner Person, die sich in der Stadt befindet und Leute umbringen möchte. Ja, wir sind ein Seelenkiller auf der Spur. Und in der letzten Folge sind wir damit geendet, dass Yukiko, eine unserer Teammitglieder, auf der Suche nach ihrem perfekten Bachelor ist, ja, also nach, ja, also sie wurde scheinbar irgendwie entführt und da geht's weiter, ich bin gespannt. Hallöchen, Lift. So, Flipsy, Schnipsy, los geht's, Laden abgeschlossen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also zwei gute Stündchen Zeit haben wir. So, was ist mit ihr los? Hallo, geht's dir gut? Du läufst ganz schön langsam für so ein junges Persönchen. Kann ich dir helfen? Ah, du bist der Junge, mit dem Nana-chan unterwegs war. Bei dir ist es vielleicht in Ordnung, okay? Ich glaube, ich muss ein bisschen angeben. Ich muss ein bisschen meinen Ton einstellen. Okay, es geht schon. Ich habe eine jüngere Zwillingsschwester. Wir sind Glückszwillinge. Toll, oder? Nein, eigentlich nicht. Voll langweilig. Geh weiter. Ah, was? Das stimmt nicht. Ist total super. Er ist einfach nur eifersüchtig. Geh weg, du. So, können wir jetzt noch die anderen Sachen hier erkunden, oder? Keines der Bücher weckt dein Interesse. Na toll. Sehr, sehr traurig. Das ist der Marukyu Tofu Shop. Eine alte Frau arbeitet in den Laden. Okay. So viel mehr können wir scheinbar nicht machen. Wir müssten ja zu Juness, wenn ich mich recht erinnere. Oh, wer bist denn du? Eine Kröte! Willkommen! Na? Komm, wir reden mal mit dir. Nun, junger Mann. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Du kommst aus der Großstadt. War wieder klar, dass du kleine Mädchen mobbst. Was? Ich bin doch immer nett, oder? Dann hast du es gerade sicher nicht leicht. Habe ich recht, Rubber. Hier ist es etwas unordentlich, aber bitte nimm dir die Zeit, um dich gründlich umzusehen. Komm, ja, zeig mir, was du hast hier. Oh, Heilmittel. Okay, starkes Heilmittel brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Wir werden uns mal trotzdem zwei Heilmittel kaufen. Mehr haben wir auch nicht. Also, wir gehen mal lieber. Die macht mir Angst, die Frau. Bisschen gruselig. Aber naja, gut, was erwartet man anderes? So, da ist das nächste Kind, was ich mobben kann. Hä, was willst denn du? Bist du nicht von hier, oder? Ich bin mit einem Bodengang beschäftigt, von meiner Schwester. Na, wenn das wenigstens ein bezahlter Nebenjob wäre, aber umsonst? Ich kann nicht glauben, echt. Da steht, dass man sich ab dem 23. für einen Nebenjob bewerben kann. Okay, aber ich bin noch zu jung. Gut zu wissen. Jobangebote gibt noch keine. Gut. Ich glaube, wir können noch nicht viel machen. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier nichts Großes passieren wird. Also, wir müssen jetzt... Wir laufen einmal zu Juness. Wir wollten ja uns wirklich mal die Schattenwelt anschauen. Dir fällt ein, dass du dich beim Food Court bei Juness mit Yosuke und Chie treffen wolltest. Zu Juness gehen? Ja, los geht's. Würde ich mal sagen. So, ich bin da. Ein bisschen verspätet, aber... Really stick out. Guess it doesn't help that we're in our school uniforms on a Sunday. Ja. The sale should end soon, so that'll get rid of some of the people wandering around here. Ja, manche, aber nicht alle. Was haben wir den Rest? Einfach mit Chloroform betäuben oder was? Let's get going. Na dann. Chie, it's not too late to. I'm going. Ja, okay, ist gut. Fine, but don't push yourself. Got it? Ja, ich meine, unterschätzt Chie nicht, ne? Die wird schon ordentlich auf die Fresse hauen können. Auch ohne Persona. Kann ich mir vorstellen. Hat sie alles aus ihren Filmen gelernt, ne? Aus den Kung-Fu-Streifen. Ah, oh, das geht ja. Jetzt sind wir schon schnell bei der Sache, Mensch. Okay. Wow. It really is that bear from last time. Es ist möglich, die Stream-Qualität zu senken, also nur bei mir, nicht insgesamt. Ich hab gerade ein paar Lags. Ja, bestimmt. Also ich denke mal bei dem Player. Gibt es bestimmt so ein Zahnrad unten rechts oder so, da kannst du bestimmt die Streamqualität einstellen.
denke ich mal. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber müsste eigentlich gehen. So, da ist das Vieh vom letzten Mal, wie Chia das letzte Mal so nett gesagt hat, ne? What are you doing? Ja, der hat einen, weiß ich nicht, Nervenzusammenbruch. Can't you tell? I'm thinking about stuff. Boah, der Arme. Er hat sich viele Gedanken gemacht. Er muss wahrscheinlich ja richtig einsam sein die ganze Zeit über sein Leben und sein, weiß ich nicht, generell seine Daseinsbestimmung nachdenken. Muss auch richtig traurig sein irgendwie. I've been deliberating over it for a long time now. Ich überlege, ha. Hey, that wasn't a bad joke. Ja, wenigstens kann er sich selbst aufmuntern. Das ist ja auch mal was, ne? Kann auch nicht jeder. Jetzt sei nicht so. Did you figure anything out? Jetzt einmal hier nicht so ausnutzen, der Arme, ja? It's probably useless to think about it too much. I've seen the inside of your skull and it was empty. Ja, jetzt sei mal nicht so direkt hier, der Arme. How rude. Der hat sein Gehirn wahrscheinlich irgendwo verlegt, ne? Also im Sinne von, der hat das irgendwo anders hingelegt und hat da so eine Wi-Fi-Connection dazu, weißt du? You're right, though. I try and try, but nothing comes out of my head. Ja, das Gefühl kenne ich. Will you guys shut up? Now is not the time for stupid jokes. Listen. Someone came here yesterday, right? Mhm. Wow. There's a girl with a better nose than me? What's your name, miss? Okay, jetzt macht er sich gleich wieder an die Weiblichkeit heran hier, oder was, ne? Miss? I'm Chie, but never mind that. Tell me more about that someone. I think it happened a little after I talked with you guys. Mhm. After that, it felt like someone was here. Aber er hat sich wahrscheinlich nicht getraut, den jemand irgendwie mal zu konfrontieren, ne? Is it Yukiko-san? I don't know. Ah, ja. I haven't looked. Ich dachte, er meint vielleicht die Person, die die Leute hier reinwirft oder so. The presence is over that way. That's probably where they are. Mhm. Over dann. There, huh? Is everyone ready? Ja, ich bin voll ready. Rein da. Los. Yeah. Auf, jetzt geht's. Jetzt kommen wir zu der spannenden Fernsehsendung hier. Zum Harem von Yukiko. Ja, das erinnert mich an... Ja. Es erinnert mich an etwas, ne? Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht in Spoiler-Territory gehen für potenzielle andere Teile, aber... Yes, scheinbar, ne? You're positive that no one's behind a camera for that bizarre midnight program. Program? I don't know. Am Ende ist es so eine Truman-Show hier, ne? Und wir wissen es noch nicht. Wir sind wahrscheinlich alle Teil einer Reality-TV-Show. Maybe people on your side can see stuff in this world. It might be that. Mhm. And I told you before, there's only me and Shadows here. Naja, jetzt nicht mehr. There's no camera stuff going on. This world has been like this from the beginning. Mysterious. From the beginning? That's what we don't understand. Ja, sie muss ja irgendwo herkommen, diese Welt, aber vielleicht finden wir das noch raus irgendwie. I don't know. Can you guys explain everything about your world? Ja, relativ akkurat, ne? So angefangen mit dem Urknall, weiß ich nicht, ja, bestimmt. I've never seen this program thingy before, so I don't know. Well, is that really what's happening? Are we really looking into this world? Oh, jetzt war's denn so philosophisch, ey. Because the first time Yukiko showed up on that channel was before she disappeared. Doesn't that seem off? Naja, scheinbar ist es so wirklich, dass Leute schon angezeigt werden, bevor sie... Also wahrscheinlich ist das, wird da irgendwo Opfer angepeilt und dann heißt es, ja, du bist der Nächste. Und dann gibt's so eine kleine Vorwarnung auf dem Channel und dann ist die Person weg. Das heißen würde, dass wir das theoretisch verhindern könnten, oder? Wenn wir so am gleichen Abend die Person retten würden oder so? Weiß ich gar nicht. Yukiko, saying stuff like score myself a hot stud. Oh, that's not like her at all. Ja, das ist glaube ich der Sinn der Sache, ne? Score? Stud? Mhm. Yeah, I couldn't believe it either. Yukiko-san would never say anything like that. Ja, zumindest würde sie das nicht, ne? In der Öffentlichkeit sagen, das ist ja dann höchstwahrscheinlich auch einfach ihr wahres Ich, ne? Ihr versteckter Teil der Seele, ne? I wonder, is this kind of like what happened to me last time? Hm. Komm, wir sind so vor der Shield gerade hier, Yosuke, ein bisschen. There's a lot of stuff I still don't get, but after hearing your story, I think that program happens because of the person who appears on it, mhm. Or something like that.
Ja, gibt Sinn. So, Yukiko is producing that show herself? Jetzt hatte ich echt mal Lust, einfach mal zu überlegen, wie so, weiß ich nicht, so die Leute, die man persönlich kennt, wie da so die eigene Fernsehsendung wäre, wenn es sowas hier auch geben würde. Also eigentlich ist das ein richtig geiles Konzept, da könntest du so viele Teile draus machen, also die könnten ungefähr so nach 4.10 machen oder so bis dahin, ja. Oh, I don't get this at all. Hey, do you feel Yukiko's presence from inside? Ja, wahrscheinlich, ne? I'm pretty sure. Da wartet sie also auf uns. What's this scoring with a hot stud thing? Ich glaube, du bist da ein bisschen ausgeschlossen, Teddy. Ich glaube, das war schon, wenn auf menschliche Wesen bezogen, ne? Yukiko's here. I'm going on ahead. Na dann. Hey, wait, don't go alone. Da rennt sie. We better follow her. Okay, auf geht's in unser ersten Dungeon. Ja, jetzt können wir uns ja bestimmt frei bewegen. Sie ist einfach abgehauen. Wie spreche ich den denn? Oh, in der Box sind viele Schatten. Nee, wie spreche ich den denn? Weiß ich gar nicht. In der Box sind viele Schatten. Für Mädchen ist es gefährlich, allein reinzugehen. Alter, im Ernst? Warum hast du uns nicht das vorgesagt? Los jetzt, suchen wir Chie. So, wir haben... Du meinst so wie Morgana? Ja, so ungefähr, ja. Vielleicht ein bisschen netter. Das ist übel, Flipsy. Wir müssen schnell Chie einholen. Ich probier's mal so. Das Mädchen ist weggelaufen. Das ist doch gefährlich. Wir müssen sie schnell einholen, Sensei. Ah, stimmt. Hier, nimm das. Auferstehungsperle, das ist ja gnädig. Ah, ach, das ja auch. Habe ich selber gesammelt. Ich überlasse sie dir, Sensei. 5 Pfirsichsamen und 5 Seelentropfen. Okay, nun geh schon. Achso, der kommt gar nicht mit, ne? Was ist denn das für Gegenstände? Also, ja, Seelentropfen SP regenerieren, das ist, ich freue mich immer wieder, wenn man mir SP-Items zuwirft. Pfirsichsamen regeneriert bei allen Verbündeten 20 TP und Auferstehungsperle ist klar 50%. Also der ultramarinfarbene Schlüssel, den dir Igor zu seinem Herzen gab. Gut, wollen wir mal reingehen, würde ich sagen, ne? Sei vorsichtig. Okay. Sie ist noch nicht so weit gekommen. Ist davongerannt. Hinterher, verdammt. Warte mal eine Sekunde. Die Schatten sind wütend, weil ihr beide hier seid. Sie greifen wahrscheinlich an, sobald sie euch entdecken, Sensei. Überrasche die Schatten, bevor sie dich angreifen können. Drücke die Aktionstaste, gut, das kennen wir ja schon, ne? Also so, hier, Überraschungsangriff. Versuche den Schatten zuerst zu erwischen, damit er dich nicht zuerst angreift. Also den ja, wow, der hackt ja gleich richtig zu hier. Okay. Los geht's, unser erster Kampf hier. Da wieder diese Schlabberdinger. Oh, warte mal. Oh, geile Musik. Direkte Befehle. Oh, geil, die Musik, ey. Fetz, gefällt mir. Und die hatten noch Zio-Schwäche, oder? Go, Sensei! You knocked it down! Ja, nice. Aber die, also, ich weiß nicht, die Viecher mag ich irgendwie mit ihrer fetten Zunge da. Das ist irgendwie. Die sind schon niedlich. Ah, jetzt können wir wieder so Showtime machen. Yeah, nice! Boah, jetzt geht's ja richtig los hier. Aber die Musik ist wieder erste Sahne, ne? Also. Okay, vor deinen Augen erscheinen mysteriöse Karten. Du erinnerst dich an Igors Worte. When you defeat an enemy, the seeds of possibility you attain will appear before you as cards. Okay, aber das ist jetzt vollkommen random scheinbar, ne? At times they may be hard to grasp, but you must master your fear and reach out to them. Ich versuch's. Nach einem Sieg kommt es manchmal zur Shuffle-Time, dann erscheinen in deinem Geist verschiedene Karten. Diese Karten haben unterschiedliche Effekte. Durch eine Persona-Karte hältst du etwa eine Persona. Ja, ist klar. Kennen wir aus dem dritten Teil. Du kannst Personas im Kampf einsetzen oder im Velvet Room fusionieren, um neue Personas zu erschaffen. Meistens kannst du nur eine einzige Karte ziehen, wähle die Karte, die du jeweils brauchst. Oh, okay, was ist das? Eremit. Gegner bemerken dich erst beim Ebenenwechsel oder nach dem nächsten Kampf. Oh, geil. Jetzt kann ich solche Arcana-Karten auch sammeln. Aber ich nehme natürlich die Personas, klar. Okay, leichte... Einfache Heil-Persona, Dia und Patra. Aber klar nehme ich die Persona.
Wenn du im Kampf noch eins auslöst und alle Gegner per Großangriff besiegst, erhöht das die Chance auf Shuffle Time. Ne, interessant. Nutze dieses Wissen, um Gegner so zu besiegen, dass du möglichst viele Belohnungen erhältst. Na klar. Immer ran mit der Belohnung. Du erhältst sie gerade Pixie. Pixie ist in meinem Herzen. Einen großen Nagezahn. Und das Vieh hatte. Na gut, es hatte Zähne, aber keine Nagezähne. So, ich spüre was in mir. Level 4. Ja, Flipsy ist vollkommen unbeeindruckt, wie so der typische Persona-Hero, ne? Du kannst jetzt Personas bis Stufe 4 erschaffen. Du spürst eine Veränderung in dir. Ah! Izanagi ist auch aufgestiegen. Und schön, ja. Weißt du, was das für ein schönes Gefühl ist, auch einfach mal Skills zu erlernen? Wenn ich dran denke, wie lange das gedauert hat bei Persona 3, bis da mal ein paar Skills gekommen sind. Vor allem so geile Sachen, das ist doch hier Sachen erhöhen, oder? Was gibt's? Nee, nee, nix gibt's. Mal gucken, was, ja, verringert Abwehr von einem Gegner und erhöht Abwehr. Ja, das ist doch super. Das sind doch echt gute Skills hier für den Anfang. Wir gehen natürlich jetzt hier mal rein. So, guten Tag. Erkunden natürlich alles, ne? Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. So, Gegner sind noch nicht so extrem viele. Geh weg! Oh, da schlabbern sie mich ab. Ja, greif einfach an. Perfekt. Ja, nochmal, wenn es so einfach geht. Und den hole ich jetzt runter mit Sio. Passt doch. Ja. Also, das ist natürlich fantastisch, ja, ne? Also. Läuft doch schon mal wie am Schnürchen. Aber wie gesagt, es wird auch schwerer. Davon gehe ich mal stark aus. Oh. Shuffle Time, was haben wir denn? Gegner bemerken dich nach Ebenwechsel. Erhalte eine Skillkarte, ein Schwert. Truhenschlüssel, erhalte einen Truhenschlüssel oder den Teufel. Er will natürlich. Das. Komm, also, das nehmen wir natürlich. Ist das nicht sexy? Die Karte der Persona Ukobach. Du hast Ukobach in deinem Herzen aufgenommen. Alter, es ist wunderschön. Ah ja, Jiraiya hat auch jetzt ein Level abbekommen. Perfekt, Mensch, das geht doch relativ schnell. Yusuke. Das muss ich mir mal genauer angucken. Es ist wirklich Traum. Es ist wirklich einfach nur ein Traum. Das kann der Agi, naja, Feuerschaden war klar, ne? Ja, aber schön. Also sammeln wir schon mal uns ein paar Personas an hier. Ja. Seelentropfen, genau. Ja, aber ganz ehrlich, das sieht doch alles schon mal viel, viel besser als Persona 3 aus, ne? Also, weitaus besser. Ja, vor allem, wenn von Prinzip verschwindet, wird es wahrscheinlich sein, dass wir aus der aus dem Dings rauskommen. Aus dem Dungeon. Ja, vor allem, wenn es dann auch so nicht 10.000 Mal sozusagen die gleichen. Ja, sozusagen die gleichen Ebenen sind. Wenn sich das halt auch alles in Grenzen hält. Ja, komm, machen wir nochmal Sio. Ah, komm. Hau mal so drauf jetzt, ja. Aber es. Wir müssen auch mal treffen. Ganz wichtig. Okay, wir kriegen trotzdem einen Shuffle Time. Okay, nehme ich mit. Natürlich Erfahrungspunkte. Ja, ja, komm. Das nehmen wir jetzt. Also, das gibt's auch noch. Sehr schön. Erfahrungspunkte immer ran damit. Ja, ein paar. 40 Erfahrungspunkte. 10 Schnupftabak. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir gehen nochmal zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gegner nochmal respawnen, aber kann ich die Karte mir auch groß anzeigen lassen? Ich glaube nicht. Ja, aber hier, ja, Yukio ist Märchenschloss, ne? Wunderschön. Also, Persona mag seine Schlösser scheinbar, ne? muss man ja mal sagen, ne? Ich glaube, hier habe ich noch, genau, hier hat es noch ein bisschen gefehlt. Genau, so. Da kommen die mal so fertig, oder? Überlebe ich doch, oder? Nein, meine Scheiße! Nee, tschüss! Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das hat der. Scheiße! Ayosuke, dir geht's wieder gut, schön! Du lebst ja wieder! Ach schön, das ist ja alles sehr gnädig. Also keine Effekte mehr wie erschöpft und depressiv und lebensunfähig. Okay, gut. Da bin ich ja zufrieden.
Immerhin. So, das heißt, erste Ebene haben wir. Wartet mal. So, erste Ebene haben wir. Und, ja, da können wir uns zu der nächsten begeben. Oh, Schatten, Schatten, aber der gibt uns nicht. Oh, Moment mal. Ja, Katze. Die läuft jetzt mir wieder halb über die Tastatur. So, meine Güte. So, weiter geht's. Gut, dann wollen wir nochmal zur Treppe. Yukikus Burg. Ich bin mal gespannt, wie viele Ebenen typischerweise die Burg hat oder generell so ein...